freue mich schon so auf den Laternenumzug von Adams Kindergarten und von unserer Schule. Ja, das wird bestimmt toll. Wo bleibt übrigens Oma? Sie wollte uns doch abholen. Wo ist Oma? Bestimmt Oma klingeln. Ja, ich mach die Tür auf. Hallo Kinder, ich bin da. Zeigt mal eure gebastelten Laternen. Ich habe eine Mondlaterne. Ich habe mir einen Stern ausgesucht. Meine Laterne, Oma! Oma, wir müssen jetzt mal langsam los. Der Umzug geht ja schon dann los. Ja, natürlich. Wir wollen ja nicht zu spät kommen. Ich bin schon so aufgeregt. Hallo, liebe Kinder. Ich begrüße euch ganz herzlich zum diesjährigen Laternenumzug. Dieses Jahr wird der Umzug gemeinsam von der Schule und vom Kindergarten ausgerichtet. Ich freue mich ganz besonders, dass ich als St. Martin euch durch diesen Abend führen werde. Und damit heute Abend noch nichts passiert, begleiten uns heute Abend noch zwei nette Feuerwehrfrauen. Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Und nach dem Umzug erfahrt ihr, wie ich zum heiligen Martin wurde und es gibt noch eine Überraschung für euch. Doch jetzt wollen wir erstmal mit unseren Laternen loslaufen und schöne Lieder singen. Hurra, es geht los, ich freue mich so. Ich bin genau hinter St. Martin. Irgendwie kommt mir der Mann bekannt vor. Oma, weißt du, warum Papa, Mama und Opa heute nicht beim Laternenumzug dabei sein können? Das werdet ihr heute Abend schon noch erfahren. So, und los geht's. Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Laterne, geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Mein Licht steht aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne. Und kurz darauf sind wir auch schon auf dem Schul- und Kindergartengelände angekommen. Ich glaube, jetzt beginnt die Vorführung. St. Martin will was sagen. So, dann kommt mal alle her. Jetzt geht es los mit unserer Aufführung. Meine Geschichte ereignete sich vor über 1600 Jahren. Ich war ein römischer Soldat und ritt mit meinem Pferd durch eine kalte, kalte Winternacht. Ich hatte an diesem Abend nichts zu essen und nichts zu trinken dabei. Ich hatte noch nicht mal ein Geldstück dabei. Ganz in meiner Nähe war noch eine weitere Person. Armer Bettler saß auf dem Boden und fror sehr. Niemand der anderen Leute hat ihm bisher etwas gegeben an diesem Abend. Doch ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Schaut euch die Geschichte einfach selbst an. Werde gleich mit meinem Pferd herbeigeritten kommen. Oh, was friere ich so bitterlich? Was ist es bloß für eine kalte Nacht heute? Was würde ich mich freuen, wenn mir jemand etwas geben würde? Das ist ja Papa, der da sitzt. Das stimmt, Papa ist der Bettler. Und der heilige Martin kommt mir immer noch bekannt vor. Oh, was ist das für eine kalte Nacht heute? Ich bin froh, dass ich meinen roten Umhang dabei habe. Er wärmt mich sehr. Oh, wer sitzt da vorne? Ich werde mal schauen. Ich kann nicht einfach so an dem armen Mann vorbeireiten, ohne zu helfen. Er sitzt zitternd und frierend auf dem Boden. Ich werde mich umdrehen und zu ihm reiten. Hallo Bettler, kann ich etwas für dich tun? Oh edler Römer, mir ist so kalt, ich friere ganz arg. Ich möchte dir gerne helfen. Ich habe aber kein Essen und auch kein Geld dabei. Oh, was würde ich mich über eine Hilfe freuen. Oh, das gibt's ja nicht. Mama ist der heilige Martin, als er noch Soldat war. Ich habe eine Idee. Warte kurz. Mein Schwert brauche ich für meinen Plan. Oh nein, du wirst mich doch nicht umbringen wollen, Römer.
Natürlich nicht. Ich teile mein Gewand mit dir. So, eine Hälfte davon wird dir gehören. Oh, vielen Dank, das ist so lieb. Hier bitte, nimm es, dann musst du nicht mehr frieren. Oh, vielen Dank, das werde ich niemals vergessen. So eine Hilfe in dieser kalten Nacht. Ich werde weiterziehen. Meine Legion erwartet mich längst. Oh, welch gute Tat. So muss ich nun wenigstens nicht mehr frieren in dieser kalten Nacht. Lebe wohl. Nach diesem Abend wollte ich kein römischer Soldat mehr sein. Später wurde ich sogar Bischof und St. Martin genannt. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Abend bei Kinderpunsch und einer kleinen Überraschung für die Kinder. Mama, das war ja super. Mir hat das so gut gefallen. Danke, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Darf ich vielleicht nächstes Jahr den St. Martin spielen? Weil es war mir dann tatsächlich ziemlich kalt geworden. Ich will Kinderpunsch. Oh, kommt alle her. Hier gibt's leckeren Kinderpunsch, heißen Apfelsaft, heißen Orangensaft. Opa, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, dass St. Martin irgendwie bekannt vorkommt. Aber ich habe dich nicht sofort erkannt. Ich habe mich schon gewundert, dass Oma alleine mit uns zum Laternenumzug gehen wollte. Jetzt wollen wir uns erst einmal den Kinderpunsch schmecken lassen. Das haben wir uns auch verdient. Schaut mal, jetzt werden endlich die Wegmänner verteilt. Kinder, ihr könnt euch anstellen. Jetzt gibt es die versprochene Überraschung. Die St. Martins Wegmänner verteile ich jetzt für euch. Ihr braucht gar nicht zu drängeln. Es gibt genug für alle. In der Zeit, wo wir für die Wegmänner anstehen, könnt ihr ja schon unseren Kanal abonnieren. Und wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann gebt ihr einen Daumen nach oben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.